Herzlich willkommen zu Teil 1 der Reihe Primzahlen, Eigenschaften und Anwendungsbeispiele. In diesem ersten Teil wollen wir eine kurze Einführung in die Reihe geben. Wir werden uns befassen mit Primzahlen. Primzahlen sind natürliche Zahlen, die nur durch 1 und durch sich selbst ohne Rest teilbar sind. Genaueres dazu später mehr. Primzahlen sind gewissermaßen die Grundbausteine oder auch die Atome, wenn man so will, der Zahlentheorie. Die Zahlentheorie ist das Teilgebiet der Mathematik, das sich mit den Eigenschaften ganzer Zahlen, insbesondere positiver ganzer Zahlen, also natürlicher Zahlen, beschäftigt. Primzahlen tauchen auch in anderen Gebieten der Mathematik auf, in vielen sogar, und sie sind für viele Anwendungen von großer Bedeutung. Ein Beispiel ist die Kryptographie. Dazu werden wir uns einen ausführlichen Anwendungsfall im Verlauf der Reihe ansehen. Die Struktur dieser Videoreihe ist also wie folgt. In Klammern sehen wir hier jeweils die Folgennummer. In der nächsten Folge schauen wir uns Definitionen an zu Primzahlen. Dann kommt das Sieb des Aristoteles, mit dem man systematisch Primzahlen finden kann. Dann werden wir sprechen über Primzahlverteilungen, also welche natürlichen Zahlen sind Primzahlen, über Zwillinge und Drillinge und Lücken in der Primzahlverteilung. Dann sprechen wir kurz über die Goldbachsche Vermutung und kommen dann zu Primzahltests. Insbesondere legen wir unser Augenmerk auf den Miller-Rabin-Test. Anschließend sprechen wir über zwei spezielle Arten von Zahlen, nämlich die Mersenne-Zahlen und die Fermat-Zahlen. Dann erwähnen wir den Hauptsatz der Zahlentheorie und sprechen über den größten gemeinsamen Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache von Zahlen, insbesondere den Zusammenhang mit Primzahlen. Stellen dann den euklidischen Algorithmus vor. Das ist ein Algorithmus, der insbesondere die GGT-Berechnung sehr einfach macht. Dann sprechen wir noch kurz über Fast-Primzahlen und hoch zusammengesetzte Zahlen. Und kommen zum Schluss zum erwähnten Anwendungsfall in der Kryptographie, nämlich dem RSA-Verfahren. In der nächsten Folge sprechen wir also zunächst über einige Definitionen im Zusammenhang mit Primzahlen. Vielen Dank.